Im Gefängnis sitzen möchte niemand, vor allem nicht in Russland, denn russische Gefängnisse gelten als die härtesten weltweit. Doch heute geht es nicht um irgendeinen russischen Knast, es geht um das mit Abstand härteste Gefängnis in ganz Russland und vielleicht sogar um das heftigste Gefängnis weltweit. Hier gelten nämlich nicht nur die strengsten und heftigsten Maßnahmen überhaupt, auch die insgesamt 700 Insassen sind extrem gefährlich und hatten zusammengenommen unfassbare 3500 Menschenleben auf dem Gewissen gehabt. In diesem Video erwartet euch deshalb einen Tag im berüchtigten Black Dolphin Gefängnis. Wir zeigen euch, wie die Häftlinge dort untergebracht sind, wie ihr Alltag abläuft und welche knallharten Regeln dort gelten. Also bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Bevor wir mit dem Tagesablauf im härtesten Gefängnis Russlands beginnen, hier noch ein paar kurze Fakten. Das Black Dolphin Gefängnis ist eins der ältesten Gefängnisse des Landes und der Name heißt übersetzt Schwarzer Delfin, benannt nach der schwarzen Delfinskulptur am Eingang. Alle Insassen sind hier so gefährlich, dass sie lebenslang in Haft bleiben. Der einzige Weg raus ist der Tod. Tatsächlich wurde hier noch nie ein Häftling vorzeitig entlassen und auch keinem gelang bisher die Flucht. Im Black Dolphin Gefängnis kommen unglaubliche 900 Wärter auf 700 Gefangene. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum niemand bisher fliehen konnte. Wenn ihr gesehen habt, wie ein Tag in diesem Hochsicherheitsgefängnis abläuft, werdet ihr schnell verstehen, warum es unmöglich ist, hier auszubrechen. Kommen wir also nun zum krassen Alltag im Black Dolphin. Der Tag startet für die Gefangenen um 6 Uhr morgens in ihrer Zelle. Wo sich die Zelle genau im Gebäude befindet und wie der Weg dorthin verläuft, wissen die Gefangenen übrigens selber nicht, weil ihnen die Augen verbunden wurden, als sie in das Black Dolphin Gefängnis gebracht wurden. Jede Zelle ist nur 4,5 Quadratmeter groß. Das ist übrigens nur etwas größer als ein normales Auto. Und diese winzige Zelle müssen sie sich dann auch noch mit immer jeweils 2 Gefangenen teilen. Nur zum Vergleich, in Deutschland hat jeder Häftling mindestens 6 bis 7 Quadratmeter Platz für sich allein. In modernen Gefängnissen sogar teilweise 10 Quadratmeter. Sobald die Gefangenen dann morgens aufgeweckt worden sind, gibt es in ihrer kleinen Zelle zum Frühstück etwas Suppe mit Brot. Dabei noch gemütlich im Bett liegen bleiben, geht übrigens nicht, denn die nächsten 16 Stunden ist das Bett komplett tabu. Tagsüber dürfen die Häftlinge nämlich nicht auf dem Bett liegen und nicht einmal darauf sitzen. Bis sie am Abend um 22 Uhr wieder schlafen gehen müssen, sind die Gefangenen allerdings trotzdem in ihren Zellen gefangen und dort weitestgehend sich selbst überlassen. Ein Fernseher oder sonstige Unterhaltungsmöglichkeiten gibt es dabei nicht. Ihre gesamte Zeit verbringen die Häftlinge nämlich in totaler Isolation. Der einzige Kontakt zur Außenwelt findet ab und zu über Radio, Bücher oder durch eine Zeitung statt. Die Wärter drehen am Tag alle 15 Minuten eine Runde durch die Zellenblöcke. Wenn sie die Gefangenen ansprechen, müssen diese immer sofort mit "Ja, Sir" antworten. Außerdem werden alle Häftlinge auch noch 24 Stunden am Tag Video überwacht. Privatsphäre gibt es für sie also zu keinem Zeitpunkt. Von ihrer Einlieferung bis zu ihrem Tod werden sie permanent überwacht. Auch wenn die Häftlinge mal nicht auf die Ansprache der Wärter reagieren, drohen sofort heftige Strafen. Bei mehrmaligem Vergehen werden beispielsweise die Mahlzeiten reduziert oder Luxusgüter wie eine Zeitung oder das Radio, die ohnehin kaum benutzt werden dürfen, werden ihnen jahrelang verweigert. So kommt es nicht selten vor, dass die Häftlinge überhaupt nicht mehr wissen, in was für einem Jahr sie überhaupt leben und was in der Außenwelt um sie herum passiert. Generell ist ihr Alltag ohnehin schon sehr monoton und isolierend. Die einzige Abwechslung im Alltag der Insassen ist der Ausgang. Ausgang gibt es nur einmal pro Tag für gerade mal 90 Minuten. Und der Begriff
Ausgang ist hier eigentlich sowieso unpassend. Der sogenannte Ausgang geht nämlich nicht nach draußen an die frische Luft auf einen Hof, sondern nur in eine etwas größere Zelle, die wie ein Käfig aussieht. Hier können sich die Gefangenen dann etwas freier bewegen und Sportübungen machen, bis sie wieder zurück in ihre eigene winzige Zelle geführt werden. Ihre Zelle wird während des Ausgangs von den Wärtern übrigens auch noch in jeder Ecke gefilzt. So hat niemand eine Chance, irgendetwas dort zu verstecken. Wenn die Gefangenen für ihren Ausgang abgeholt werden, werden ihnen dabei auch jedes Mal wieder die Augen verbunden. So wissen die Häftlinge nicht einmal, wie das Gefängnis von innen und außerhalb ihrer Zellen aussieht. Deshalb können sie sich auch keinerlei Fluchtpläne überlegen. Aber ihnen werden nicht nur die Augen verbunden, vor dem Ausgang werden sie außerdem gefesselt und dürfen nur mit nach vorne gebeugtem Oberkörper gehen, während sie von drei Wärtern und einem Hund umringt begleitet werden. In dieser Stressposition haben die Wärter die maximale Kontrolle über die Häftlinge. Zur Mittagszeit gibt es dann wieder Essen. Allerdings nicht in einem Speisesaal, sondern, ihr ahnt es vermutlich schon, wieder nur in der Zelle. Auch hier gibt es schon wieder nur etwas Suppe mit Brot. Insgesamt gibt es viermal am Tag Brot und Suppe zu essen. Es ist auch immer die gleiche Suppe und das gleiche Brot, so dass die Gefangenen nicht mal beim Essen etwas Abwechslung haben oder sich auf etwas freuen können in ihrem Alltag. Das Tageshighlight ist hier wirklich, auch wenn es sich unglaublich anhört, nur der anderthalbstündige Aufenthalt in der etwas größeren Zelle, in der sie sich bewegen dürfen. Am Abend um Punkt 22 Uhr ist dann Schlafenszeit. Nun müssen die Häftlinge ins Bett, das sie vorher 16 Stunden lang nicht anrühren durften, bis sie anschließend am nächsten Morgen wieder um 6 Uhr geweckt werden. Während der ganzen Nacht bleibt übrigens auch das Licht an, so dass es sich für die Häftlinge quasi wie Tag anfühlt. Und so vergehen die Tage und die Nächte, die genauso hell sind wie die Tage, quälend langsam bis an ihr Lebensende, ohne die Chance, dass sich jemals etwas ändert. Dass es noch nie jemand geschafft hat zu fliehen, ist bei den vielen Sicherheitsmaßnahmen nun auch kaum noch verwunderlich. Diese Maßnahmen sind nämlich noch viel heftiger, als man sich überhaupt vorstellen kann. Die einzelnen Zellen liegen hinter insgesamt drei verschlossenen Stahltüren und selbst in der Zelle gibt es nochmal eine Stahltür. Die Gefangenen leben so quasi in einer Zelle in der Zelle. Außerdem befindet sich auf jedem Gang zu jeder Zeit mindestens ein Wärter und jede einzelne Tür ist mit einer Kamera ausgestattet. Selbst wenn es einem also irgendwie gelingen würde, seine Zelle sowie die Zelle darum zu verlassen, würde man den Wärtern oder spätestens den Wachmännern sofort auffallen. Nachdem ihr jetzt den Tagesablauf im härtesten Gefängnis Russlands gesehen habt, fragt ihr euch wahrscheinlich, welche Menschen überhaupt so hart vom Staat bestraft werden. Die grausamen Details zu den Verbrechen der Insassen wollen wir euch zwar ersparen, aber hier werden tatsächlich nur die krassesten Verbrecher überhaupt untergebracht. Im Durchschnitt hat hier jeder Gefangene 5 Menschenleben auf dem Gewissen. Einer der bekanntesten Häftlinge, der ehemalige Polizist Mikhail Popko, bringt es sogar auf unglaubliche 78 Opfer. Er bezeichnet sich selbst als der Reiniger und benutzte Axt und Hammer für seine Taten. Ein anderer bekannter Häftling ist Wladimir Nikolev, der seine Opfer teilweise sogar verspeisen wollte. Auch wenn wir euch jetzt die heftigen Einzelheiten seiner Taten ersparen wollen, so lässt sich auf jeden Fall sagen, dass Nikolev nicht ohne Grund im Black Dolphin gelandet ist. Auf die Idee, das Gefängnis ausschließlich für die schlimmsten Schwerverbrecher zu nutzen, kam die russische Regierung übrigens erst vor etwa 15 Jahren. Eigentlich wurde das Gefängnis nämlich schon sehr früh, und zwar im Jahr 1745 erbaut und damals vor allem dazu genutzt, um dort Zwangsarbeiter wegzusperren. Später wurden hier dann Räuber inhaftiert, die abgeschoben werden sollten. Aktuell sind mehr als die Hälfte aller in Russland zu lebenslanger Haft verurteilten Verbrecher im Black Dolphin eingesperrt. Somit kann man wirklich sagen, dass der Großteil der Schwerstkriminellen des größten Landes der Welt in einem einzigen Gebäude konzentriert ist. Ausbrüche von einzelnen Gefangenen oder sogar eine Massenrevolte wären hier also wirklich eine nationale Katastrophe. Auch wenn zwar ganze 900 Gefängniswärter notwendig
notwendig sind, um die russische Bevölkerung vor den Verbrechern zu schützen, ist die Konzentration dieser auf das Black Dolphin wohl sinnvoller, als zu riskieren, dass die Verbrecher an anderen Orten ausbrechen könnten. Doch ob die heftigen Zustände in dem Gefängnis auch wirklich angemessen sind, das ist nur schwer zu sagen. Aber wir leiten nun diese Frage einfach mal direkt an euch weiter. Was meint ihr denn zu den Zuständen im Black Dolphin? Findet ihr die Maßnahmen angemessen oder meint ihr, dass auch die gefährlichsten Menschen der Welt eine bessere Behandlung verdient hätten? Wir sind auf jeden Fall mal sehr auf eure Meinung gespannt und sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!